Herzlich willkommen bei ADH Fishing TV. Mein Name ist Alexander Keus und in diesem Video binden wir eine sogenannte Peeping Caddis, das heißt eine auskriechende Köcherfliegennymphe. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit dem Nymphenfischen beschäftigt, habe unter anderem das Buch Nymphenfischen – Geheimnisse entlarvt mit meinen Kollegen Tankred Rinder und Sven Ostermann herausgebracht und habe mich natürlich insbesondere am Wasser mit dem Thema Nymphen und Nymphenfischen beschäftigt. Gerade in den Sommermonaten, wenn Köcherfliegen zur Hauptnahrung von Forellen und Eschen gehören, insbesondere dann, wenn wir es mit einem steinigen Gewässergrund zu tun haben, dann sollte man unbedingt einige Köcherfliegenimitationen in der Fliegenbox haben. Aber eben nicht nur Muster wie die Elkhair-Caddis oder etwas filigranere Variationen mit CDC-Federn als Trockenfliege gebunden, sondern eben auch Nymphen unterschiedlicher Stadien der Köcherfliege. Die Peeping Caddis imitiert, das hatte ich eben schon gesagt, eine auskriechende Köcherfliege, das heißt eine Köcherfliege, die gerade dabei ist, aus ihrem Gehäuse zu schlüpfen. Wenn wir diese Nymphe binden wollen, brauchen wir nicht besonders viele Materialien. Wir brauchen einen Haken, in diesem Fall habe ich mich für einen Jig-Haken entschieden. Wir brauchen eine Perle, ich habe mich für eine Tungstenperle entschieden, weil sie im Gegensatz zu Messing eine höhere Dichte, was das Material angeht, besitzt und dadurch natürlich mehr Gewicht beim gleichen Durchmesser mit sich bringt. Außerdem brauchen wir ein Material, mit dem wir die eigentliche Köcherfliege, die er auskriegt, imitiert. Und da habe ich mich für eine Chenille entschieden von Wapsi, die Wooly Bugger Chenille in der Stärke Medium. Dann brauchen wir eine Feder, eine Partridge-Feder. Ich habe mir hier eine naturfarbene Rebhuhn-Feder ausgesucht. Dann brauchen wir ein sehr, sehr grobes, natürliches Dubbing, mit dem wir den Köcher imitieren und einen Rippungsdraht, damit das Ganze stabil bleibt. Also wenige Materialien reichen aus, um diese Nymphe zu binden. Und natürlich könnt ihr auch etwas kreativer noch im Austausch mit einzelnen Materialien sein, wenn ihr möchtet. Legen wir los. Ich habe die Tungstenperle auf den Haken gebracht. In diesem Fall habe ich mich für einen Jig-Haken von Arex entschieden, in der Größe 10. Die Größe 10, würde ich sagen, ist für Forellen und Eschen an den meisten Gewässern überdimensioniert. Aber wenn wir es mit einem Mischgewässer zu tun haben, wo wir auch viele Barben haben, dann ist ein Haken Größe 10 nicht verkehrt, weil wir ihn natürlich auch mit einer etwas größeren Perle fischen können und dann im Sommer, wenn die Barben in starker Strömung stehen, auch in Rauschen und so weiter, tief fischen können und da Bisse bekommen können. Ansonsten, wenn ihr sagt, okay, ich möchte hauptsächlich auf Forellen und Eschen, dann solltet ihr vielleicht ein bisschen kleiner gehen. Das heißt Hakengröße 12, maximal 14. Also ihr dürft im Schnitt etwas größer fischen als beispielsweise bei der Imitation einer Eintagsfliegennymphe wie einer Pheasantail. Okay, die Perle in 3,8 mm reicht vollkommen aus. Also viel größer braucht ihr auch bei hohem und schnellem Wasser nicht zu gehen. Also das ist für die Hakengröße hier angebracht. Als erstes nehme ich mir ein Stück von unserer Chenille und binde die ein. Im Kern ist so eine Art Faden und der ist gut geeignet, um das Ganze festzubinden. Das heißt, es ist auch stabil. Als nächstes, wenn ich das Ganze fixiert habe, kürze ich das auf die gewünschte Länge. Mache erstmal ein bisschen großzügiger. Und dann gehe ich hin und flemme das Ganze in der Spitze an, natürlich mit dem ADH-Feuerzeug, ist klar. Und durch dieses Abflemmen bekomme ich dann so einen kleinen schwarzen Punkt. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man ein bisschen näher ans Original rangeht. Also dieses leuchtende Grün in Kombination mit einem schwarzen Köpfchen, das passt ganz gut zum natürlichen Look der auskriechenden Köcherfliege. Als nächstes gehe ich hin und imitiere die Flügel, die aus dem Gehäuse mit auskriechen. Und das mache ich mit der Rebhuhnfeder. Dafür streife ich mir die Feder so ein bisschen zurück, dass ich so eine Art Dreieck habe. Und an dieser Stelle binde ich dann auch die Feder fest, einfach auf den Hakenschenkel, winde mit dem Bindefaden die restlichen Fiber nach vorne bis hinter die Perle. Kann man hier auch schon ein bisschen den Unterkörper aufbauen.
denn diese Fliege darf ein bisschen dicker sein als unsere Eintagsfliegennymphen, die wir ja sehr, sehr filigran binden möchten und mit wenig Wicklungen arbeiten. Also hier dürfen wir ein bisschen den Unterkörper aufbauen. Dann gehe ich wieder nach hinten mit dem Bindefaden, kurz vor das auskriechende Chenille. Und jetzt winde ich diese Partridge-Feder 2-3 Mal auf der Stelle um den Hakenschenkel. Und dann sieht man schon, dass sich die einzelnen Fibern aufstellen. Ich fange das Ganze mit dem Bindefaden ab, winde es ein bisschen nach vorne, fixiere damit den Kiel der Feder und schneide dann einfach den Überstand ab. Ich habe hier noch so ein bisschen Flaum, das kann ich einfach abzupfen. Ist nicht schlimm soweit. Und jetzt sieht man schon, das Ganze sieht so ein bisschen zerzaust aus, ein bisschen wirr auf den ersten Blick, aber so wollen wir das haben. Also das darf nicht zu akkurat sein, sondern es soll so ein bisschen chaotisch aussehen. Genauso wollen wir das haben. Okay, als nächstes nehmen wir unseren Rippungsdraht. Da habe ich einfach einen Kupferdraht genommen. In unterschiedlichen Stärken haben wir die ja mittlerweile. Ich würde den an der Stelle jetzt hier ein bisschen kräftiger wählen als bei einer feinen Eintagsfliegennymphe. Habe jetzt hier einen von UTC, von Medium-Stärke. Binde den fest. Wie gesagt, der dient nachher der Stabilität des Körpers, damit ich das Ganze auch noch schön ausbürsten kann und es trotzdem stabil bleibt. Dann gehe ich hin und nehme mir mein natürliches Dubbing. Babsi hat eine sehr, sehr schöne Linie mit natürlichem Dubbing mit dem Namen Natural Fur. Da kann ich mich auf jeden Fall umschauen nach dem passenden Farbton, den ich haben möchte. Und da sieht man ganz gut, dieses Dubbing ist sehr, sehr grob. Also ich habe hier viele grobe Grannen drin und die brauche ich, wenn ich so einen schönen ausgefransten Look am Ende haben möchte. Das Ganze dubbe ich mir auf den Faden, lege mir noch den Rest beiseite, kann ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen nachdubben. Verdrall das Ganze ein bisschen und dann ganz grob nach vorne wickeln. Da sieht man schon, diese etwas steiferen, gröberen Grannen stellen sich dann schön auf. Und genau diesen Look will ich haben. Also im Unterschied zu einer Eintagsfliegennymphe hat das Ganze hier eine deutlich ausgefranstere, wildere Silhouette. Dann gehe ich hin mit meinem Bindefaden, mit meinem Rippungsdraht. Binde es nach vorne, fange es hinterm Kopf ab. So, bisschen hin und her wackeln. Zack. Besser nicht die Schere benutzen. Und jetzt bin ich im Grunde schon fertig. Jetzt brauche ich noch ein kleines Bürstchen. Genau, hier habe ich es. Beispielsweise von Stonfo. Das hat so einen Klettkopf. Kann aber auch eine Metallbürste sein. Und jetzt bürste ich das Ganze noch kräftig aus und dadurch, dass ich auch diesen Rippungsdraht benutzt habe, bleibt das Ganze aber stabil. Okay, als Abschluss noch den Knoten. Und dann bin ich schon fertig. Habe ich eine schöne, buschige Fliege, die aber trotzdem ausreichend schwer ist, um im schnellen Wasser nach unten zu kommen. Dieses Chartreuse ist natürlich auch nochmal so ein Farbakzent, aber hat gleichzeitig neben diesem Hotspot auch natürlich einen sehr, sehr starken imitativen Charakter durch die auskriechenden Flügel, die hier aus dem Köcher rauskommen. Und der Köcher imitiert eben durch dieses sehr, sehr grobe Dubbing. Diese Fliege unbedingt im Sommer probieren, in schnellem Wasser, da wo Barben sich dann gerne aufhalten, wo sich große Bachforellen aufhalten und wie gesagt etwas größer fischen als unsere Eintagsfliegennymphen, also von Hakengröße 10 bis maximal 14 runter in den Perlengrößen 3,8 bis 3,3, also im Schnitt etwas schwerer vielleicht als die sonstigen Perlen für die Sommerfischerei. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr so eine Nymphe am besten anbindet bzw. anbietet, und welches Tackle ihr braucht, um so eine Nymphe tief und langsam führen zu können, dann könnt ihr natürlich mein Buch anschauen, aber ihr könnt auch unser Video anschauen hier auf YouTube, mit dem wir euch bestens informieren, wie so ein Setup aussehen sollte etc. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbinden, viel Spaß bei der Sommerfischerei, ob jetzt auf Barben, Bachforellen oder Eschen, und ja, wünsche euch viel, viel Spaß und Erfolg am Wasser.